Schauen wir mal hier rein. Oh, das ist ein Rätsel. Okay, probieren wir einfach mal das Offensichtlichste. Ja, hey. Easy, easy. Kein Problem. Oh, wir haben unsere Flinte. Na, endlich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, da kam er her. Das heißt, es geht nur nach oben. Aber ich würde gerne noch. Geht's hier nicht weiter? Ja, ja, ist ja gut. Ich komme zu dir nach oben. Keine Sorge. So. Verstehe ich sowieso nicht. Die Thuse hatte ihre Messerchen gehabt. Wieso kann ich keine Waffe ausrüsten? Alter, Bogen oder so? Was? Was ist los? Wer hat was gesagt? So, ein Rätsel mal wieder. So, es ist ganz einfach anzufangen. Wir schauen, dass hier 34 ergibt. Also, das sind 25. 25. Ja, okay, machen wir hier 15. 27. 27. Da muss hier eine 7 rein. So. Okay. 3, 9, 24. Das heißt, da muss eine 10 rein. Okay. Also eine 13 kann oben schon mal nicht rein. Das heißt, die muss hier rein. Nehme ich jetzt mal an. Die 16, die muss hier rein. Die 4, die muss. Wir fahren nicht da rein, sondern da rein. Oh nein, das ist falsch. Ich habe ja verstanden, dass es falsch ist. Ja, die 7 gehört auf jeden Fall hier rein. Da gehört die 10 rein. So. (16, 28, 36). Unten links geht schon mal gar nicht. Da muss es unten rechts reingehören. So, dann machen wir 25, 30. Die 4 gehört also oben rechts hin. Okay, das ist soweit richtig. So, 5, 21, 13 gehört unten links rein. Und dann gehört die 1 um. So. Was wir jetzt genau falsch gemacht haben, keine Ahnung. Goldschlüssel, die brauchen wir für irgendwas. Oh, was das für eine Folterbank ist, man weiß es nicht. Oh, die Tür pulsiert. Bestimmt ein Bossraum. Ja, einen scharlachroten Juwel haben wir noch nicht. Was wir haben, ist ein Goldschlüssel, eine Zauberflöte, ein Passierschein, ein Talisman, ein Armband, den wir nicht mehr brauchen, und ja, 40 normale Kugeln haben wir. Das ist schon eine Menge. Klar, wir haben nie damit geschossen. Ja, das wissen wir bereits. Wildensterns Notiz, den werden wir auch noch bekämpfen. Werte Herr Nobunaga, ich frage mich, ob du mit der goldenen Statue des Bösen, die ich neulich fertig gefertigt
gestellt wurde, zufrieden bist. Als einer der besten Ingenieure der Dämonenwelt habe ich sie entworfen und deinen Plan gemäß errichten lassen. Meiner Meinung nach hätte König Fortimbras niemals so eine geniale Idee gehabt. Das Projekt hat mir viel Spaß bereitet. Wende dich für alle weiteren Projekte bitte jederzeit an mich. Ich verspreche, dass ich mit Leib und Seele für deine Belange und Wünsche einsetzen werde. Dein treuer Diener Gilster. Hässlicher Wichser. Dieser schleimige Aal. So. Oh, die sind jetzt aktiv. Und wir können mal unsere neue Kanone ausprobieren. Was? Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ja, jetzt haben wir neue Gegner. Diese komischen Roboter. Sechs Schüsse. Nee. Boah, ja. 5 Millionen Schüsse. Nee, danke. Kämpfe ich lieber so, Alter. Alter. Alter, die brauchen echt so viel. So, Alter, was für fette Viecher, ey. Da kommen wir nicht dran, okay. Gehen wir da mal durch. Schätze mal, wir brauchen den Schlüssel für oben. Damit wir da rüberkommen. Da. Brauchen wir den goldenen Schlüssel. Ha. Sehr schön. So ein Zufall, dass die in einer Reihe stehen bleiben. Okay, einen Goldschlüssel nehme ich mal an. Haben wir dabei. Oh. Oh. Ein rundes Schlüsselloch. Hm. Okay. Tja, dann fehlt uns noch was. Dann fehlt uns noch was. Dann müssen wir noch mal drauf. Ja. So, Seelchen. Komm zu Papa. Können wir gleich einen Hammer und meine Schuhe müssten wir upgraden noch auf 2. Was das bringt, man weiß es nicht. Ups, na, da wollte man nicht hin. Meine Schuhe dann auf 2 und dann würde ich sagen, machen wir Handschuhe dann noch auf 2. Free Souls sollten wir nicht unterschätzen. Das sollten wir nicht unterschätzen. So. Chauffeur, einmal nach oben, bitte. Dankeschön. So. Geschafft. Alles klar. Jetzt sind wir schon weiter, aber noch nicht weit genug. Tell me, Tokachiro. Oh. Where did you hide the gold? Oh. What are you doing? Jubei. This man came here for gold. Mhm. Ja. He told
me that he would serve Lord Nobunaga for riches. Mm-hmm. He's a slippery one. Magoichi, is this true? I knew it! I knew there was something! I won't forgive you! Whatever. I do what I want. You arrogant coward! Come back here! Jojo. Gehen jetzt dahinter und da ist doch nichts. Ja, es ist Malik. Ich brauche die Tuse. Die Tuse, die habe ich noch ein paar Sachen. Die wir ihr geben können. Alter. Fick dich. Merkst du das? Dahinter ist ein Raum, Mann! Ich weiß, dass da ein Raum ist. Das ist echt schon... Das ist echt bitter. Du weißt, dass dahinter ein Raum ist. Und komm mit rein. Oh, Mann. Ja, die Tür ist auch... zugenagelt. Nios, kann man nichts machen. Mann, Malik. So viele versteckte Räume und ich kann nichts machen. Das ist ein bisschen, ja, Malik. Lass mal ein bisschen Magie ein. Zack. Okay. Da gibt es auch nichts. Dann gehen wir gleich mal weiter. Hm. Vielleicht können wir... Das bringt auch nichts. Brandpfeile vielleicht. Auch nicht. Hm, vielleicht das hier. Auch nicht. Nicht der Hammer. Komische Pflanzen, alles klar. Okay. They're too strong. We can't stay. Alter, machen wir es mal stark gegen die fetten Gegner, meine Freunde. Okay, jetzt können wir mit dem handeln. Aber was steht denn der? Kaum Kristallkugel, Pfeife, Schal, auf das ganze Scheißzeug steht da gar nicht. Giving me this. Keine Ahnung. Okay, das war nicht sonderlich gut. Ja. Pfeife. Vielleicht gefällt dir ja Weihrauch. I'll use it as a repellent. Ja, das taugt schon mal ein bisschen.
Perserteppich. Ja, egal. Das Geschenkesystem raff ich immer noch nicht ganz. Haha, daneben. Schweine. Schwein. Oh, so. Gut. Machen wir so und hauen mal ein bisschen auf den Putz. Gehen wir hier trotzdem lang. Eventuell gibt es ja ein Item. Ansonsten ist ja auch nicht schlimm. Mal leveln wir ein bisschen. Aber die Möglichkeit sollten nicht außer Acht lassen, dass da eventuell für uns Loot gibt. Spürt. Ey, du mit deinem Mundgeruch hast dir gar nichts zu melden. Ja, schön, dass du schön zulässt, dass ich die Seelen von deinen Kameraden einsammle. Oh, okay. Tauchen schon mal andere Gegner auf als normalerweise. Eventuell lässt sich da mal was machen. Okay, ja. Lass mir halt Zeit. So. Gut. Okay, ich dachte, es kommt jetzt der Fette. Puh. Oh, da haben wir es den ordentlich gegeben. Und zwar anal. Mit meiner Faust. Und jetzt können wir hier schön geil aufwerten. Jawohl. Schön, schön, schön. Ja, vielleicht kriegen wir es hin. Oh, 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 oh. Wert verbessert für Beinschienen. Was auch immer uns das bringt, man weiß es noch nicht genau. Das, man weiß es nicht. Ich hab's einfach mal jetzt mal verbessert. Man weiß nicht, vielleicht Rückzug. Oh. Aber ich habe eine Waffe für euch. Sie scheint ja besonders effektiv gegen euch zu sein. Nee. Kein Loot für uns. Kein Loot für uns. Hat sich ja bedingt gelohnt. Hat sich nur bedingt gelohnt. Aber egal, wir haben es immerhin nachgeprüft. Hätte ja sein können, dass es da was für uns gibt. Und wir hätten es verpasst. Irgendein Kraftjuwel, Zauberjuwel, irgendwas. Alter, ich habe das Gefühl, die Waffe ist echt stark. Sehr stärker als mein Stab. Das ist, ja. Okay. Ich habe viele einzigartige Pilze. Yeah. Sehr schön, sehr schön.
Ja, der ist schon fett, das auf jeden Fall. Okay. So, was liegt da unten? Das ist jetzt mal das Juwel, das wir brauchen. Ein A für die Tür oben. Okay, alles klar. Ja. Kommen wir bestimmt auf eine Abkürzung raus. Oh. Hier also, okay. So. Ja, der Hammer lässt keine Moves zu, aber egal. Haben wir unten was vergessen? Nee, haben wir nicht. Okay. Dann, ne? Würde ich sagen, gehen wir wieder runter. Geheimwaffe der Oni. Das Oberhaupt der Yaku-Clan, eines Nachkommen der Oni-Clans, versucht mit allen Mitteln, sich den Dämonen zu widersetzen. Der Oni-Clan setzte alle Mittel ein, um der heiligen Stätte eine Oni-Genbu genannte Kraft zu schaffen. Obwohl die Dämonen die Oni deshalb vernichteten, gelang es dem Clan doch, das Oni-Genbu zu verstecken. Es ist seitdem tief im Inneren der Insel verborgen. Und sagt, dass nur jemand, in dessen Ader das Blut der Oni fließt, diese starke Oni-Genbu entdecken kann. Ja, das wäre doch nice. Dann können wir endlich die scheiß Truhen aufmachen, auf die wir so geil sind. Dann mal. Ja. Okay. Ja, hallo. Hallo, was machst du die Tür auf? Machst du die Tür auf? Okay, daneben nicht. Daneben nicht. Alter, ich hasse euch. Ohne Witz. Hammer können wir nicht mit dem Special. Yeah, wow. Yeah. Special Power. Jetzt habe ich aber auch langsam keinen Bock mehr auf euch. Das heißt, wir... Alter! Ich Depp. So laufe ich eigentlich immer außen rum. So. Alter, jetzt haben wir schon wieder 4. Das ist doch mal was. Aber für die neue Rüstung brauchen wir einiges mehr. Und danach würde ich sagen... Graden wir diese geilen Streitkolben auf, oder? Alter, wenn wir jetzt das verloren hätten, dann hätten wir schon wieder hier komplett alles machen dürfen. Ey, wir müssen auf jeden Fall öfter speichern. Das ist richtig nervig. So, alles klar, bin zu dem Aufzug. Okay, ja, wir können eigentlich gleich die Leute aufsteigen und dann rüber jumpen. So, und da kriegen wir, schätze ich mal, jetzt ein Juwel her, das wir brauchen. Achso, ah, cool, ja.
gut, möchte ich verwenden. Muss nicht immer. So. Okay, da liegt was auf dem Boden. TS-Notiz 1. In letzter Zeit ist mein Herr unglaublich beschäftigt mit der Verwaltung der Dämonen, dem Plan von Menschenjagden, dem Besuch der Baustelle der Heiligenstätte und dem Errichten des Turms von Schloss Gifu. Da ich nur ein Mensch bin, war es für mich schwierig, überall dort zu sein, wo mein Herr sich gerade aufhielt. Aber dank diesem wunderbaren Ding, dem Lichtpfad, kann ich im Handumdrehen zwischen der Heiligenstätte und Schloss Gifu hin und her reisen. So kann ich ganz meinem Herrn dienen. Ja, diesen Weg haben wir benutzt. Und diese Statue leuchtet ein bisschen. Okay, solche Rätsel. Ja. So. So. Zack. Easy. Das ist der Lichtpfad. Nehme ich jetzt an. Ach, der ist... Oh, okay. Interessant. Okay, gehen wir jetzt zu Schloss Gifu. Ernsthaft? Okay. Gibt's hier Loot? Gibt's hier draußen Loot? Nein, es gibt hier draußen kein Loot. Wieso gibt's hier kein Loot? Da animieren sie extra so viele Perspektiven. Und dann gibt's kein Loot. Verstehe ich nicht. Können wir die Leute glocken? Die Leute glocken, genau. Die Glocke läuten. Oh ja. Yeah. Nein, kann man nicht. Schade. Oh, Truhe. 6 Züge. Boah, das dürfte schwierig werden. Katastrophe. Okay. Das ist jetzt wirklich ein richtig schweres Rätsel. Okay. Ja. Okay, dann müssen wir schauen, dass du da... Das war richtig. So haben wir es vorher gemacht, oder? Genau, aber das ist falsch. Das so machen. Nee, das ist auch falsch. Also wir müssen das auf jeden Fall nach links schieben. Das nach rechts, dann da nach unten. Die Frage ist, wie können wir diese Lücke vermeiden? Oder geht das gar nicht? Wollen wir nochmal so machen. Okay, dann machen wir so. Dann machen wir so. Dann so. Ja, irgendwas. Wo haben wir unseren Denkfehler drinnen? So machen.
So, so, so. Ha! Sehr schön.